Hallo, ich wollte euch heute zeigen, wie ihr euren Windows XP schneller hochfahren und schneller runterfahren könnt. Wenn ihr euren Windows XP-Rechner schneller hochfahren wollt, dann müsst ihr hier unten auf Start gehen. Auf Start gehen. Dann auf Ausführen. Dann da eingeben MS Config. MS Config. Dann auf Enter. Und dann erscheint so ein kleines Fenster. Da geht er dann auf Boot in. Boot in. Und dann geht er auf erweiterte Optionen da unten. Dann steht da Nummer Proc und dann geht ihr dann halt auf den Pfeil und dann könnt ihr halt einstellen, mit wie viel Prozessorkerne euer PC starten will. Starten soll. Bei mir ist es der Fall, dass es vier Stück sind. Dann stelle ich nur vier, dann drücke ich unten auf OK. Danach könnt ihr noch die Zeitlimit einschalten, wie lange euer PC booten soll. Ich habe es bei mir auf 3 Sekunden gemacht. Ihr könnt es auch halt länger machen. Oder könnt ihr halt Standard lassen, das ist euch überlassen. Ja, und danach geht ihr halt auf Systemstart. Da könnt ihr halt, hier seht ihr halt die ganzen Programme, die bei euch soll zu starten. Also in der Hof halt so mitstarten. Da könnt ihr halt die unwichtigen Programme so wie ICQ oder iTunes oder hier Skype rausnehmen. Die brauchen nicht unbedingt so mitstarten. Ja, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann geht ihr unten auf Übernehmen. Dann auf Schließen. Und dann steht hier so eine Meldung. Ihr müsst euch wieder neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Dann müsst ihr natürlich dann auf Neustart klicken. Bei mir brauche ich das nicht machen, weil ich habe das jetzt schon gemacht, also gehe ich auf nicht Neustarten. Bei euch natürlich auf Neustarten gehen. Und dann gibt es halt noch so drei Programme, die ich euch empfehlen würde. Das ist zum einen der CC Cleaner. Hier, da könnt ihr halt eure ganzen Internetdateien, Internetspuren helfen zu löschen, die halt so laufendes Dings alle entfallen sind. Und dann könnt ihr halt hier noch in ihr Register nie halt unten auf hier halt die ganzen ja das Register nach Fehler untersuchen. Ja, und das Programm ist eigentlich empfehlenswert. Dann gibt es halt noch das Programm hier AVG PC Tune-Up. Hier könnt ihr halt auch euer halt System scannen. Dann gibt es halt natürlich noch neben den könnt ihr halt auch noch hier eine erweiterte Tools und halt die Datenträger durchsuchen oder halt hier die Register wieder cleanen, Internetspuren löschen. Das Programm ist eigentlich auch richtig sehr empfehlenswert. Dann gibt es noch ein drittes Programm, das nennt sich TuneUp, 2000 TuneUp. Dann gibt es halt jedes Jahr eine neue Version, halt 2012 oder 2011 oder so. Dann gibt es halt TuneUp, könnt ihr halt einmal die Einklickwartung machen. Die werde ich auch halt euch immer empfehlen zu machen. Und dann gibt es von TuneUp noch halt das Hauptding. Das St Hauptding. Hauptding halt, hier könnt ihr halt auch technische Probleme, weil es euer PC Problem hat, könnt ihr halt die beheben oder auf Festplatte untersuchen oder gelöschte Dateien wiederherstellen oder halt hier Speicherplatz gewinnen oder euer System optimieren. Das ist eigentlich richtig gut, finde ich. Die drei Programme würde ich euch empfehlen, das zu machen. Ja, und das war es jetzt erstmal zu meinem Tutorial. Viel Spaß damit. Ich hoffe, dass es euch was geholfen hat. Und bis zum nächsten Mal.